Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports. Ich begrüße euch hier zurück zu World of Tanks. Heute mal in einer, naja, ich sag mal ein bisschen anderer Funktion. Und zwar haben wir oder habe ich ein Gast-Replay bekommen von einem Zuschauer von mir und zwar dem Modia KD, der hier auf Airfield in seinem Jagdtiger 8-8 sitzt, einem Premium Tier 8 TD der Deutschen. Das Einzige, was ich bisher gesehen habe, ist so grob die Auswertung. Da bin ich mal drüber gegangen. Also er hat ganz gut Schaden gemacht. Das Match selber habe ich mir noch nicht angeguckt. Das wird also jetzt komplett blind von mir kommentiert. Ich bin also auch sehr gespannt, was mich hier erwartet. Er ist auf jeden Fall in einem Tier 9 Battle. Als Achter, ja, das ist okay, sage ich mal. Ja, da soll ich sagen, fangen wir mal einfach mal an. Wow. Er guckt sich ja scheinbar erstmal um. Ich spule mal ein bisschen vor. So, er fährt nach rechts. Der andere 8-8er fährt zur klassischen TD-Position, so bei C2. Ich vermute, er wird sich ungefähr dorthin jetzt stellen, wo auch der Borsig steht. Und wie ich auch gerade noch sehe, ich mach mal wieder mein XVM hier groß. Er ist auch noch mit jemandem im Zug und zwar mit einem Löwe. Eigentlich eine ganz coole Kombination. Und dann werden wir gleich mal sehen, was hier so passiert. Ich muss zugeben, ich weiß nicht, was die Reload-Zeit des 8-8er ist. Ich vermute aber mal, sie wird nicht ganz so hoch sein. Einfach mal da, ich schätze mal so 7 Sekunden oder so. Ich weiß es wirklich nicht. Also wenn ich jetzt irgendwelche Mist erzähle, bitte seht es mir nach. Wir sehen auch, dass das gegnerische Team sehr ungewöhnlich fährt. Also nicht irgendwie auf den Standard-Heavy-Punkt, sondern unten im Tal. Und da hat er auch schon einen Panther 2 gefunden. Ah, leider ist er jetzt wieder nicht aus dem Schussfeld rausgefahren. Und über den Berg kommt ein anderer 8-8er. Der ging nicht Ah, durch. hat er leider nicht die untere Wanne getroffen. Mal gucken, der zweite Schuss. Wir haben sie Ah, nicht mal angekratzt. schade. Aber da zeigt uns ein E75 schön sein Heck. Wunderbar. Also ihr seht, der 8-8er macht nicht so viel Alpha, aber schießt doch recht zügig. Und jetzt wird der Panther hier zerlegt. Ach, schade. IS-3. Kritischer Treffer. Nur die Kette oder irgendwas höchstwahrscheinlich. Kommt der nochmal mit zurück? Komm, IS-3, du bist doch so schön offen. Dann nehmen wir den. Ah, und noch einen. Komm, 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 bleib stehen. Ah, nein, nein, nein. Bleibt stehen und tschüss. Sehr schön, hat er Glück gehabt. Und ich glaube, der IS-3 und so, die wissen gerade nicht, von wo es kommt. Steht 3 zu 4, also ist noch nichts entschieden. Und es sind auch noch einige oder viele, sagen wir mal, nicht aufgedeckt vom gegnerischen Team. Das ist eigenartig. So, jetzt kommt der andere IS dann nochmal zurück und zack, schön, oh, herrlich. So wünscht man sich das. Der Löwe ist ja eigentlich auch eher ein, naja, Tank für die zweite Reihe. Den muss man nicht unbedingt frontal, oder als Frontpanzer spielen. Also ist zumindest meine Meinung. Löwe ist doch relativ langsam, behäbig und ja, ich habe auch den Eindruck, manchmal ein bisschen weich. Kommt natürlich doch dort drauf an, wo man hinschießt. So, jetzt ist natürlich erstmal Ruhe hier. Der Panther 2 hat sich zurückgezogen, ist auch tot. Das Einzige, was jetzt hier noch steht, ist ein T25, der da irgendwie mal offen war, aber auch schon länger nicht gesehen. Der Löwe fährt jetzt mal vor zum Spotten, das ist eigentlich ganz gut. Und hinten war ein Borsig und ein Jagdpanther offen. Da ist der T25, an dem wird er nicht rankommen. Und ich vermute, dass dort auch nichts mehr aufgehen dort, weil das einzige, was da noch ist, ist der WZ und der ist da oben. Er hat bis jetzt 1100 Schaden gemacht. Kommt er von dort an den WZ ran? Ach, tatsächlich. Na, dann Der ging WZ. nicht durch. Oh, ist die Anzeige rot.
Da wird's schwer. Ja. Kette. Oh, hat er Glück gehabt, die untere Wanne noch getroffen. Als der WZ zurückgefahren ist. Sehr schön. Da ist ein zweiter Panther 2. Der ist noch voll. Und der wird sich aber jetzt gleich mit dem Jagdtiger 88 beschäftigen, der auf der anderen Seite steht. Und jetzt könnte er, na, den T25. Oh, da ist ein Borsig. Borsig, yeah. Borsig. Nice. Ich hätte jetzt auf HE umgeschaltet. Oh, das war gut. Wo sind Sie hin? Also auf die Entfernung mit Auto-Aim zu arbeiten, schwierig. Das kann ganz schön in die Hose gehen. Und wenn man einen Borsig sieht, kann man ruhig auch mal, wenn man sicher gehen kann, dass man noch einen zweiten Schuss setzen kann, mal fix auf HE umschalten. Das tut immer mächtig weh. Gerade wenn man den kleinen Turm trifft, da geht ja eigentlich alles durch. Da kann man beim Borsig schon schön Schaden machen, sage ich mal. So, 7 zu 8. Ein Kill. Ah, dem WZ. Kriegt er den? Nee, der muss. Der ist zurückgefahren. Der steht dahinter, da hat er keine Chance. Sein Partner ist schon weg. Der ist dabei draufgegangen. Ich habe gar nicht aufgepasst, aber ich vermute mal, er ist von dem Jagdpanther, dem Borsig, der hinten steht, geholt worden. Und jetzt wird's spannend. Die Frage ist, wer jetzt als erstes zuckt. Da ist der Borsig. Der ging voll durch. Nice. Da ist er weg. Und jetzt kommt da der Jagdpanther in der Mitte. Na? Zieht er ein? Jetzt. Oh, schön von der Seite. Ich glaube auch frontal ist ja nicht unbedingt ein Problem. Untere Wanne, komm. Und. Ah. Ja, die Kills bleiben ihm ein bisschen vorenthalten. Aber er hat jetzt 2280 Schaden. Das ist schon nicht schlecht. Er fährt jetzt ein Stück zurück. Naja, muss jetzt hoffen, dass der WZ einen Fehler macht und nochmal hier hochkommt. Aber ich glaube nicht. Der WZ wird schön außenrum fahren und gleich unsere Arti die M55 holen. Da ist der andere Borsig. Tatsache, da ist der WZ nochmal. Ja, das war Kunstschuss. Leider nicht getroffen. So, jetzt den T25 erstmal. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er den trifft. Der war so halb aus der Hüfte geschossen. Fährt jetzt weg. Nee, den kriegt er nicht mehr. Der ist jetzt weg. Unsere Arti hat sich schön selbst verteidigt und den WZ geholt. Und dort steht jetzt der Borsig. Der steht eigentlich wunderbar da. Wirkungstreffer. Ich sehe sie nicht mehr. Nicht schlecht. Mit der rechten Maustaste schön gearbeitet hier. Oh ja, dann war er offen. Jetzt muss er aufpassen, dass ihn die Arti nicht holt. Was macht denn der Borsig? Jetzt zieht er. Ach, er zieht auf den Waffenträger. Okay. Au! Das war die Arti. Und jetzt muss der Borsig muss jetzt weg. Der Borsig muss weg. Ja, das ist das Risiko, wenn man nur ein Stück von Gegner sieht und dann mit der rechten Maustaste arbeitet. Dann kann es passieren, dass man nur den Stein trifft, wo hinter der Gegner steht. Hui, jetzt hat er aber wirklich Glück gehabt. Jetzt wird es Zeit für einen Positionswechsel, weil wenn die Arti einmal eingeaimt ist, dann probiert die auch gerne mal Blindshots. Und das ist natürlich nicht so zielführend. So, den Borsig von hier, geht das? Ah, er muss noch. Ja, so viel zu Blindshots von der Arti. Er hat jetzt den Vorteil, dass der Waffenträger höchstwahrscheinlich den Borsig immer wieder aufmacht, wenn der rauskommt. Denn er kann sich jetzt wunderbar neu positionieren. Genau, da ist der Borsig wieder offen und der Waffenträger holt ihn. Sehr gut. Jetzt steht es 12 zu 12. Zwei Artis und noch ein Centurion 7-1, der noch nicht offen war. Der könnte also AFK sein zu diesem Zeitpunkt. Genau, er schreibt es auch gerade im Chat. Oder er ist einfach nur so schlau gewesen, bis jetzt nicht aufzugehen. Ja, würde ich als gegnerische Arti auch schreiben. Gucken wir mal, was jetzt noch passiert. Auf jeden Fall hat er schon guten Schaden rausgehauen. Leider halt nur ein Kill. Das ist halt einfach manchmal so. Ich habe auch schon Matches gehabt mit so viel Schaden und habe auch keinen Kill oder nur einen Kill gehabt. Und ich habe auch schon das Gegenteil gehabt. Halb so viel Schaden und
5 Kills, wo du dann halt einfach nur immer abstaubst. Das Ding ist im Wasser. Sehr langsam. Dann geht's sehr gemütlich zu, sag ich mal. Dum, 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 dum. Ja, wir sehen, er hat Scherenfernrohr und das Tarnnetz drauf. Mir fehlt die Erfahrung. Ich bin mir halt nicht sicher, ob das Tarnnetz auf dieser riesigen Kiste was bringt. Oder ob man dafür lieber irgendwie einen Ansetzer... Ach nee, Quatsch, Ansetzer. Blödsinn. Oder halt, was kann man denn noch mitnehmen? Ja doch, Ansetzer, klar. Ansetzer oder halt... Keine Ahnung, was halt noch so günstig ist. Ich kenne halt die Kanone jetzt nicht. Ob sich da empfiehlt, irgendwie noch ein Stabi oder so. Keine Ahnung. Scherenfernrohr macht als TD, denke ich mal, schon so ein bisschen Sinn. Man steht ja schon relativ viel rum. Und er hat den Vorteil, dass die Premium-Panzer, die Premium-TDs haben bei dem letzten Patch diesen Nerf nicht bekommen. Also ich selber habe ja den E25. Und ja, die Premium-TDs haben den Sichtweiten-Nerf nicht bekommen. Das heißt, die haben ihre Sichtweite behalten. Und das ist natürlich ein enormer Vorteil. Damit ist im Prinzip, haben die so indirekt ein Buff bekommen. Weil sie natürlich immer noch gut, was heißt gut, relativ gute Sichtweite haben. Also mein E25 ist für den TD wirklich mit einer sehr guten Sichtweite ausgestattet. Okay, jetzt hat die gegnerische Arti gerade unsere Arti geholt. Das ist natürlich ärgerlich. Die hat jetzt 3 Kills und es steht 12 zu 13. Der Waffenträger hat sich jetzt so positioniert, dass er auf den gegnerischen und auf den eigenen Cap zielen kann. Zumindest teilweise. Damit kann er den Jagdtiger unterstützen, also unseren hier. Und er kann aber auch, wenn der Gegner sich entscheidet zu cappen, versuchen zu decappen. Das ist eigentlich keine schlechte Position von dort. So, da ist der Centurion, der ist natürlich AFK. Die Frage ist jetzt, wo steht die zweite Arti? Ich vermute mal, die steht auf B0 und kann natürlich jetzt hier wunderbar hinwirken. Also wenn er Pech hat, ist er jetzt gleich weg. Ah, ist sich nicht ganz sicher, was er machen soll. Der ging voll durch ihre Panzerung. Er schießt ihn auf jeden Fall wunderbar runter, aber ich vermute gleich macht's Boom und die Arti schlägt ein. Wirkungstreffer. Ja. Der ging voll durch ihre Oder er holt ihn noch. Ja, da ist die Arti. Und. Nein, nicht vorfahren, nicht vorfahren. Die ist höchstwahrscheinlich eingesetzt auf die. Haha, Fahrzeug. Oh, ich glaube, das war's. Jetzt kommt die GW Panther und macht Luki Luki. Oh, die hat noch die Stockgun drauf, so wie ich, wenn ich das richtig sehe. Weiter geht's. Was ist die Hummelgun? Aber die reicht auch, um die 184 Schaden zu machen. Er muss jetzt irgendwie versuchen, sie zum Schuss zu kriegen. Oder er fährt zurück und wartet auf den auf den Waffenträger, auf Panzer 4. Beziehungsweise, ich wollte es gerade sagen, wird die FV ihn jetzt halt holen. Er steht halt dort nicht arti safe. Ah, ist halt schwer. Die Frage ist, wo sie genau steht. Ich nehme mal an, sie steht immer noch auf C1 oder so. Und da hätte er sich ein Stück zurückziehen müssen und hätte echt auf den Waffenträger warten müssen, weil der hätte jetzt die GW Panther schön von hinten holen können. Aber hätte Fahrradkette. Das Match ist noch gleich vorbei. Ich vermute mal, der Waffenträger wird jetzt noch die GW Panther holen, wenn die sich nicht verkrümelt hat. Und dann wird es sogar vielleicht ein Unentschieden. Naja, die ist jetzt abgehauen, das ist klar. Aber wohin? Ja, please Windes, das wird schwierig. Bei der Zeit ist noch 1,20. Das schafft er nicht, dafür ist er einfach zu langsam. Und die GW Panther ist dann doch schon von den deutschen Artis eine recht zügige. Die GW Tiger P habe ich auch selber, habe auch da schon ein Video zu gemacht. Die ist schon sehr, sehr behäbig. Aber die GW Panther, da kann man auch zur Not mal noch versuchen,
einen Positionswechsel zu machen oder sogar einen Seitenwechsel. Aber mit den größeren geht das nicht. Die ist jetzt verschwunden. Ja, den größten Fehler, den er machen könnte, ist sich auf den Cap zu stellen und zu sagen, hier bin ich. Weil dann fährt einfach eine Art vor und... spottet. Und die andere zielt halt ein. Und das wird, so wie es aussieht, ein Unentschieden. Es sind jetzt noch 20 Sekunden. Und ich glaube nicht, dass die GW Panther es schafft, bis dahin in irgendeiner Art und Weise auf den gegnerischen Cap zu kommen. Und damit wird das Ding klassisch unentschieden werden. Der Waffenträger war auch richtig gut mit 5 Kills, nicht schlecht. Whoop. Ja, machen wir hier mal freie Kamera. Ah, da ist auch schon vorbei. Okay. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich in der Auswertung wieder. Wir haben ein sehr schönes Match gesehen mit ordentlich Schaden, 4600. Und wir sehen uns gleich auch noch die Auswertung an und sehen, was er noch so an Auszeichnungen und Medaillen bekommen hat. Also bis gleich in der Auswertung. Schwuppdiwupp. Da sind wir auch in der Auswertung. Ihr seht also, dass ich hier whatreplays.com aufhabe. Und da sehen wir also unentschieden. Er hat für das Gefecht erste Klasse bekommen. Fire for Effect und Bruiser, also den Schläger. Ich vermute mal, wenn er gewonnen hätte, könnte er sogar den Ace-Tanker bekommen haben. Allerdings, ich weiß nicht genau, was man für Ace-Tanker machen muss. Ob das wirklich noch nach Schaden geht oder nach Erfahrungspunkten. Oder nach Kills, ich weiß es gerade nicht. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wisst, das wäre gut. Unterstützer hat er noch bekommen. Wir sehen also, er hat ordentlich gewirkt auf die Gegner. Dann den Teamscore, da sehen wir also, wow, der Waffenträger, das ist ja mal echt krass, der hat 5000 Schaden gemacht. Er hat auch fast 5000, also 4900 Schaden gemacht und die haben trotzdem nicht gewonnen. Das restliche Team war also komplett nicht anwesend. Sein Zugpartner, der Löwe, hat immerhin noch 1000 Schaden gemacht. Das ist zwar jetzt auch nicht allzu viel. Von den Erfahrungspunkten her hat er 1300 XP Basis bekommen. Das ist auf jeden Fall richtig gut. Ich weiß gar nicht, was das denn für eine WN8 ist, aber ich vermute mal mindestens 6.000, 7.000, wenn das reicht. Und beim detaillierten Report sehen wir, dass er auch noch 580 Schaden ermöglicht hat. Und er hat mit Premium Account 115.000 Credits bekommen. Geiler Scheiß. Das ist wirklich ziemlich cool. Und mit Premium Account und hast du nicht gesehen, was man da alles bekommt? 2165 XP und das bei einem Unentschieden. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also richtig geiles Match von dem Modia KD. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da und wenn ihr selber ein schönes Replay habt, wo ihr denkt, ja, das könnte ich doch mal nachkommentieren oder das haben auch die anderen mal verdient zu sehen, dann ladet das einfach bei whatreplays.com hoch. Ich setze den Link auch nochmal in die Videobeschreibung unten und schickt mir einfach den Link zu dem Replay, da kann ich mir das einfach runterladen und dann in meinen WOT-Ordner klatschen und dann geht's auch schon los. Ja, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst den Daumen nach oben da und wir sehen uns zu einem der nächsten Replay-Videos oder Live-Videos wieder von mir. Macht's gut, ciao, euer O'Hare.